Ja, willkommen zurück beim der nächsten Mission in Dawn of War. Wir haben es diesmal mit der Mission eine Spinne unter Fliegen zu tun. Diesmal kämpfen wir das erste Mal gegen die Elder-Rasse. Kommandant, wir haben eine große Eldar-Streitmacht aufgespürt. Diese Streitmacht scheint von einer ihrer sogenannten Warp-Spinnen angeführt zu werden. Warp-Spinnen beherrschen die schnelle Teleportation, was vielleicht erklärt, wie die Eldar die Orks auf Typhon beobachten, ohne gesehen zu werden. Eliminieren Sie sie und decken Sie von den Eldar-Plänen auf Typhon auf, was Sie können. Ja, als Belohnung kriegen wir die Blendgranaten, die so ziemlich jeder einsetzen kann. Die Elder, einst die Herren der Galaxie, sind jetzt langsam im Aussterben begriffen. Die wenigen Verbliebenen zählen jedoch zu den gefährlichsten Feinden der Menschen. Die überlebenden Elder haben im Laufe ihres langen Lebens ein rigoroses Spezialtraining absolviert. Sie besitzen schreckliche Psi-Kräfte, tödliches Kampfgeschick und äußerst fortgeschrittene Technologien. Die Elder können die Zukunft voraussagen und primitivere Völker manipulieren. Sie würden jederzeit Milliarden von Menschen opfern, nur um eine Handvoll Elder zu retten. Sagt ja sehr viel aus über diese Rasse. Planeten sind übrigens sehr ansehnlich gestaltet, muss man sagen. Kommandant, unsere Scanner haben die Position der Warp-Spinne auf ihrer Karte markiert. Sie wird nicht lange dort bleiben. Wir sollten in Bewegung bleiben. Einverstanden. Aber auf die Fallen achten. Ah, da sind wir schon welche. Nerven, Wobbspinnen. Sind noch welche? Zwischendurch mal nicht zurückziehen müssen. Nicht anhauen, du feige Schlampe, du. Den Turm da ausschalten. Sehr fein. Auch schon nach Kisten immer halten, damit wir ja wieder Granaten zur Auswahl haben. Neuer Rüstungsgegenstand. Sehr fein. Taktische Marines bereit. Jetzt alle. Die gebe ich mir da eine.
greift man nach unten an. Einmal gehen bitte. Oh, sehr schön. Und Level aufgestiegen einer. So, jetzt können wir den auspacken wieder. Und noch 10. Dann werden wir da die Ressourcen nochmal aufsammeln. Und wieder schön Granaten haben. So. Werden sie aber nicht alle Rückzugspunkte holen, sondern das wird der nächste sein. Und der hier. Und wir werden sich den Punkt hier holen noch. Den werden wir sie vielleicht sogar vorher noch holen. Mal schauen, wie der Widerstand davor ist. So, die braucht man natürlich auch. So, und weiter geht's. Ah, da sind ja schon wieder welche. Gut. Oh, Mobspinnen. Ein Mauscursor nie hä. Wo? Kommandant, es ist Ihre Wahl. Was soll der denn schreien? Ja, die Zeit müssen wir sie nehmen. Ich mach das noch einmal genau. Immun gegen Rückstöße und führen sie den Nahkampf-Spezialangriff aus. Ah, passt. Attacke! Ja, fein. So funktioniert das. Und schön versorgen. Passt. Dieser Schrein ist gesichert. Haben wir ihn in unserem Besitz, wird uns das im Kampf stärker machen. Sehr fein. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant. Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Jetzt haben wir das Problem, dass ich den Rückzugspunkt da nicht habe. Wurscht. Tarkus hier. Hier ist Avitus. Nehme neue Position ein. Nein, ich glaube, ich gehe unten rum, oder? Ja. Wir holen uns jetzt erst den Punkt da. Wie holen wir sie denn den am gescheitersten? Verstanden. Also mit X zurück. Aha, okay, das hier ziehen sie doch daher zurück. Hm, nicht gut. Jetzt schauen wir mal, wie es da vorgegangen. Ah, da gehen wir da vorbei. Sehr fein. Bitte.
dann holen wir uns den Rückzugspunkt da. Ein Elder weniger, der uns plagt. Zack. Und dann Firi da. Töten Sie den Warp-Spinnen-Exarchen. Er hat sicher was drauf. Schauen wir mal. So, also, Sniper, gehen wir da mal in Position. Na, den Gefallen tun wir dir nicht. Ein anderer Winkel, denke ich. Versucht euch herauszuwinden, Firma. Und jetzt. Also. So schlecht. Scheiß Hochspinnen. Sehr fein. Okay, da muss man sich zurückziehen. Sehr gut. Ein Raubtier stolpert und wird zur Beute. Sie hält uns einfach nur für Beute. Jetzt nicht mehr. Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Naja. Oh, einige Level-Ups haben wir gehabt, sehr fein. Einige Items haben wir gekriegt. Boom. Ah, die Mission hat sich einmal ausgezahlt. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Ohne Warp-Spinnen, die die Orks aufwiegeln, ist Typhon viel sicherer. Ihre Siege über die Orks und Eldar haben die Situation auf Typhon für den Augenblick stabiler gemacht. Es gibt jedoch nicht nur gute Neuigkeiten. Wir empfangen zahlreiche Berichte über lokale Mutationen der Vegetation, sowie über Angriffe durch Horden von Alienwesen. Diese Wesen, wie sehen sie aus? Die meisten Berichte stammen von Bürgern, Cyrus, und ihre Angst macht die Berichte unverlässlich. Ich brauche sie hier auf Calderis so bald wie möglich.
Büstzappers Orks haben sich für einen weiteren Großangriff auf die Hauptstadt des Planeten versammelt. Ohne ihre Unterstützung wird Calderis fallen, fürchte ich. Na gut. Kümmern wir uns jetzt erst um unsere Level Up und Co. So. Was haben wir da? Servorüstung, Nahkampffertigkeiten und Energie. Es ist nicht das, was ich brauche. Aber konnte ihm die Blendgranaten geben oder schauen wir mal. Gehen wir mal die Blendgranaten mit. So. Aktiv wird der Fall konzentrieren. Auch auf Waffenreichweite erhöht. Okay. Sehr fein. Widerstand gegen Zurückstoß und 7% Genauigkeit. Was haben wir da gerade an? Fernkampfschaden. Gut, weiter geht's mit dem nächsten. So, der kriegt ein neues Sniper quer. Was bringt das? Während sie infiltriert sind, können sie verbündete Truppenanführer wiederbeleben, ohne bemerkt zu werden. Das ist einmal gut. So. Ich denke mal, das ist um einiges besser. Stufe 4, Stufe 5, 7% Genauigkeit, dafür weniger Schaden. Dafür macht es von Haus aus mehr Schaden. Sehr fein. Und machen wir halt einmal, das ist ja wurscht. So, da haben wir noch einen Brustharnisch. Jeder getötete, genau, entfernt dann Durchschlagskraft, Schadenswiderstand. Ne? Nehmen wir halt einmal. So. Dem geben wir jetzt das Schild. Die Rüstung. Können wir das, können wir weghauen. So, jetzt da mal, was ist das? Waffen freigeschaltet. Lernen Sie Energieschwerter, Äxte und Fäuste zu benutzen. Ah, das ist der. Okay. Na, der braucht kein Schild. Terminatorenrüstung, genau, das ist unser Ziel. So, wie schaut's da aus? Stufe 5. Ja, genau, Nahkampffähigkeiten plus 2. Energie 18, sehr schön. Und was ist kann der? Nahkampfschaden, Geschwindigkeit, Nahkampf. Na, das bestimmt nicht. Weg damit. Sind wir da? Weg damit. Sind wir da? Weg damit. Stufe 6, Stufe 5, Widerstand, jeder Treffer aus dieser Waffe erhöht den Schadenswiderstand für 30 Sekunden um ein. Na gut. Schrotwurmakane. Was ist das? Für wen ist das? Okay. Und Scharfschützengewehr brauchen wir auch nicht mehr. So. Keiner Level Up kriegt. Shot. Na gute. Ja, in der nächsten Mission müssen wir nachher wieder zurück nach Calderis, dort eine Mission erfüllen. Aber das kommt dann wieder im nächsten Video.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Grüße von eurem Sascha vom Omega Clan Austria. Würde mich über eine Bewertung, Verbesserungsvorschläge und Kommentare sehr freuen. In diesem Sinne, tschüss, baba!